Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, da stinkt erst wieder unterwegs. Ich hoffe, es stinkt nicht, es fährt nur. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, sorry. Ja, also wir haben hier für den Flughafen, das stinkt hier, das bringt die Leute nach Weißwasser, dann haben wir Busse darauf nach, ich glaube Karstadt war es, da in der Ecke, jawohl. Was wir noch nicht haben, ist eine Verbindung nach hier vorne. Nach Bodensee, das möchte ich angehen. Was wir aber auch noch haben, wir haben noch zwei, drei andere Sachen. Das eine ist mal, dass wir in Wien, beziehungsweise bei der Güterzentrale, unterirdisch wahrscheinlich einen riesen Stau haben. Das stand jetzt mehrfach in den Kommentaren. Muss mal gucken, komme ich hier hin, ohne dass wir dann nur noch zwei Frames haben? Ja, es geht da nicht. Also das schauen wir uns an. Mal gucken, ob wir das heute noch hinkriegen. Und was wir auch noch haben, ist ins Auziehen. Da gab es noch eine gute Idee. Nämlich, warum nicht mit Einbahnstraßen arbeiten? Das ist natürlich auch richtig. Wenn wir hier gucken... Jo, die stehen hier immer noch völlig im Stau. Obwohl hier ein Zug fährt, ist eigentlich, im Prinzip sind sie selber schuld. Aber wenn wir hier zum Beispiel eine Einbahn machen und hier eine Einbahn hier in die Richtung, dann könnte sich das vielleicht ein bisschen besser gestalten hier. Das wäre eine Idee. Vielleicht irgendwo ein Kreisel und vielleicht, ja, halt doch irgendwo hier abreißen und einen Kreisel machen. Habe ich jetzt schon gesagt, ein Kreisel? Auf alle Fälle, ja, abreißen. Aber... Ja, ich finde es halt schade, wenn man sich das so ansieht. Es sieht halt schon klasse aus. Hallöchen Zug. Jo, das ist wieder der Kollege, den wir gerade gesehen haben. Ist das nicht der Inspiro? Müsste eigentlich schon sein. Gut, also, dann würde ich aber sagen, wir fangen an mit einer Strecke für den Zug, bevor wir irgendwas anderes machen. Das kann sein, dass wir jetzt die angesprochenen Sachen dann halt morgen erst machen. Würde heißen, von hier aus... Ach so, jetzt haben wir aber hier nur ein Gleis. Habe ich das bewusst gemacht? Ich fürchte schon. Naja gut, das können wir natürlich lösen, indem wir, ja, es wird schwierig, das können wir lösen, indem wir hier raus, komme ich hier raus, ich hoffe es mal, dann haben wir ein Gleis, ist ja kein Drama, ist ja nur ein Zug, ja also das geht schon mal, okay, also ich komme hier raus, allerdings dann würde ich vielleicht doch bevorzugen, dass wir eine Schiene nehmen dafür, so, einmal hier rüber und dann haben wir hier irgendwo ein Gleis. Ist das halbwegs okay so? Ich denke mal, ja. Haben wir da einen Bahnübergang? Doch, doch. Ja, ja, ist zu. Gut, also, da startet gerade ein Flugzeug. Hallöchen. Oh, ich möchte noch... Wisst ihr was, wir machen zuerst noch schnell was ganz anderes. Nämlich, das geht ganz schnell. Nee, das geht nicht schnell, das lassen wir. Ich wollte gerade eine weitere Flugzeuglinie machen, aber da würde ich dann gerne mitfliegen. Deswegen, das machen wir auch später. Tag, Kollege. Trifft er uns hier? Ja, ich glaube, wir stehen nicht schlecht. Ja, ein bisschen unterhalb. Jetzt nochmal. Jawohl, gut. Wollte jetzt aber mal gucken, ob das geht. Also, wir sind hier stehen geblieben. Hier oben hätten wir ein Gleis. Das ist ein Gleis, das ist schlecht, weil das heißt im Endeffekt, das ist wahrscheinlich der 2 Kilometer Personenzug. Da tun wir uns wieder keinen Gefallen, wenn wir hier in die Gleise reingehen. Ja, hier ist er eh gerade, guck mal. Das ist eine relativ lange Geschichte. Wir können mal entlang fliegen ein bisschen. Und wir sehen, der nimmt und nimmt kein Ende. Das ist natürlich wirklich nicht schön. Ja, wenn hier tatsächlich unser Zug, unser Flughafenzug dann dermaßen warten muss. Er nimmt halt tatsächlich kein Ende. Das ist schon krass. Wir sind, glaube ich, jetzt ungefähr in der Mitte, wenn ich mich nicht täusche. 2,1 Kilometer lang. Ja, weiß gar nicht mehr. Wann haben wir den gemacht? Vor 10, 15 Folgen, so um den Dreh rum. Also das Video dazu, das findet ihr problemlos. Das ist irgendwie angeschrieben mit langer Personenzug. Ja, hier ist dann das Ende. Sehr schön. Gut, also. Was machen wir denn jetzt? Ich möchte hier nicht rein. Auf der anderen Seite, ich möchte auch nicht hier durch Weißwasser durch mit dem Zug. Das muss auch nicht sein. Ja, andocken. Ein Gleis, ein weiteres. Das wäre natürlich eine Option. Dass wir einfach nur eingleisig verfahren mit der Linie. Weil es ist wahrscheinlich ja wirklich nur ein Zug. Das können wir natürlich machen. Na, hier irgendwie raufgehen. So, einmal hier straight ahead in die Richtung und oben halt andocken. Jetzt haben wir hier aber noch eine Straße im Weg. Das macht das Ganze nicht einfacher. Soll ich da noch rüber? Hier hinten könnten wir. Wir folgen hier mal ein bisschen der Straße. Und zwar wirklich schwungvoll, ohne dass wir auch groß aufs Tempo achten. So, und gehen hier rüber. Und... Gehen erst hier dann tatsächlich in unser Gleis rein. Einmal andocken, beziehungsweise wir gehen ja nicht rein, sondern zack, wir gehen hier ran. So, wir könnten das Gleis schon mitnutzen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, mir gefällt die Idee halt nicht, dass wir dann
bei diesem langen Personenzug im Gleis drin sind. Das muss irgendwie nicht sein. Wie sieht's denn hier aus? Aha, da hinten ist der Bahnhof. Jetzt wird es langsam schwierig, was das Gleis angeht. Aber ich denke, für ein, zwei Meter hier rein in die Linie. Oder hier in die rein könnte man natürlich auch. Hier sind schon ein paar Züge unterwegs. Das sehen wir. Würde auch gehen. Wir könnten hier dann in die Richtung. Und jetzt ist natürlich hier eh ein bisschen die Gretchenfrage. Wir haben hier noch Gleise. Guck mal. Hier gelb. Das würde gehen. Was ist das hier? Moment. Ach, das ist ein Depot. Genau, das ist das Depot. Das ist noch nicht mal angeschlossen. Zumindest nicht von der Seite. Ja, da kommt einer. Aber hier, ach, das ist natürlich wieder ein Durchfahrtsgleis. Ja, das wird natürlich nicht funktionieren. Aber das hier könnten wir nutzen. Das würde gehen. Wie machen wir da die Weiche? Da ist natürlich dann die Frage, wo kommen wir her? Ja, es werden schon die Gleise sein. Wo sind wir stehen geblieben mit dem Bau? Sag mal, irgendwo hier vorne, glaube ich. Ja, hier. Von hier weg ins andere Gleis rein. Irgendwie so. Dann bräuchten wir hier aber natürlich noch eine Weiche. Das ist auch klar. Machen wir mal. Geht das hier? Sind hier Signale? Ach, hier sind genau Signale. Okay, dann machen wir das hier. Dass wir hier rausgehen. Hier schwungvoll hier rein. Jawohl. Einmal diesen. Und dann hier muss ich schnell gucken. Machen wir schnell Pause. Dann haben wir den Bagger. Machen die weg. Und machen hier eine fröhliche Weiche. So, damit der Zug. Moment, das muss ich mal schnell gucken. Er muss eigentlich. Ja, wenn wir das so machen. Dann brauchen wir eigentlich keine Weiche. Das müsste auch so gehen. Da kommt er ja rüber. Das ist ja kein Ding. Aber jetzt müssen wir die Signale schnell neu machen. Für die andere Linie. Wäre einmal genau falsche Seite. Wäre einmal. Wo ist die Weiche? Gut versteckt. Hier, einmal so. Dann in die andere Richtung hätten wir gerne, zack, hier nochmal ein Signal. Und in die Richtung haben wir dort einen Block, das ist dann okay. Und wenn wir hier einfädeln, dann hätte ich hier gerne auch ein Signal. Sonst ist natürlich die Strecke dann gesperrt. Also, dann sind wir hier drin. Das führt uns dann hier rauf. Wir sind auf den linken Gleisen. Düsen aber hier geradeaus, linkes Gleis. Kommen hier rein. Und kommen dann genau dort nicht rein. Aber das können wir, glaube ich, ändern. Nicht mit einem Signal, da bräuchten wir tatsächlich nochmal ein Gleis. Nur hier irgendwie rausgehen. Und hier durch und da rein. Ja, das müsste funktionieren. Machen wir mal. Dann kreuzen wir halt das Depotgleis, das ist ja egal. Ja, geht, funktioniert. Okay, jetzt brauche ich aber hier nochmal die Weiche. Damit der Zug rüberkommt. Jetzt nochmal schnell schauen mit den Signalen. Ja, doch, können wir eigentlich machen, dass wir hier nochmal einsetzen. Ja, ist dann aber ein bisschen nah dran, oder nicht? Hier ist halt die X-Weiche. Ach, hier ist ja eine X-Weiche, dann brauche ich die Weiche hier oben ja gar nicht. Höchstens, Moment, haben wir hier Gegenverkehr? Ja, nur in die Richtung. Ja, logisch, nur in die Richtung. Moment, jetzt muss ich aber echt überlegen. Ja, das ist natürlich Käse. Wenn wir hier schon rübergehen, dann kommen wir hier in den Gegenverkehr rein. Hier oben auch ein bisschen. Das ist aber reguliert durch die Signale dort im Bahnhof drin. Ja, das ist aber irgendwie schon nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Das muss ich nochmal kurz ändern. Kriege ich das irgendwie besser hin? Das ist ein bisschen die Gretchenfrage. Nicht mit dem Signal. Mit einem Gleis. Irgendwie hier rein. Oder wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Weil das Depot brauchen wir hier eigentlich nicht. Das machen wir ganz einfach. Depot weg. Ich frage mich gerade, warum ich wieder keine Abrissgeräusche mehr habe. Schon auch interessant. So, jetzt ist nämlich das Ganze relativ easy. Dass wir hier reingehen. Ja, denkst du, jetzt haben wir eine Kollision. Aha, vorher ging es doch gerade. Ja, sagen Sie mal. Wir machen es nochmal anders. Das nochmal weg. So, hier einmal so rüber. Und dann kriegen wir es nämlich so hin. Hier weg vom Gleis. Da rein. Da sehen wir sogar den Fuchsinghau. Guck mal, der ist in dem Gleis drin. Ist aber okay, kein Problem. Das können wir schon so machen. Jetzt muss ich das hier noch schnell haben. Das Signal ist okay. Das hier ist dann nicht mehr okay. Das ist zu nah. Da haben wir irgendwo hier hinten eins, würde ich sagen. Signal. Ja, hier. Gut, dann haben wir dort nochmal eins. Weil hier dann wieder Gleise kommen. Ja, ja, ich würde das mal für den Moment so lassen. Das müsste ungefähr hinkommen. Hallöchen, BR103. Guten Abend. Was ist eigentlich das hier? Das habe ich jetzt nicht gerade gekappt. Nee, ich habe ein Depot gekappt.
War das die KI, die hier gebaut hat? Kann das sein? Hier unten ist auch noch was. Was sind das denn hier für was sind das denn hier für Überreste? Kann ich mal schnell gucken? Straße, städtisch? Ich habe hier aber nichts abgerissen. Also das ist jetzt irgendwie ganz interessant, warum das hier weg ist. Kann ich hier nochmal Höhe haben, bitte? Irgendwie so? Ja, ist okay. Mit den Stromleitungen ist okay. Ich baue das mal. Und dann da rein wird wahrscheinlich nicht gehen. Doch, geht tatsächlich. Okay, das noch schnell aufgeschüttet oder mit einem Damm. Nee, das sieht komisch aus, finde ich. Aber aufgeschüttet, das müsste gehen. Ui, das gibt halt hier so ein breites Dingens. Nee, das ist irgendwie auch Mumpit. Vielleicht den weißen Damm mal testen. Ja, der ist in Ordnung, den machen wir. Gut, dann haben wir das erledigt. Da ist aber eine Brücke, die... Aber ich habe tatsächlich das Gefühl... Hier unten ist ja eher noch irgendwie eine Straße im Weg. Was macht die denn hier? Irgendwie, jetzt haben wir keine Pfeiler. Das ist natürlich Käse. Jetzt müsste ich die Pfeiler wieder finden. Das finde ich so wahrscheinlich nicht. Doch, finde ich tatsächlich. Das ist ja großartig. Einmal drehen. Ja, machen wir dich mal hier hin. Dann natürlich ein bisschen höher das Ganze. Oh. Okay, das ist natürlich nichts. 20 Meter. Aber dich kann ich, glaube ich, dafür dann im Boden versenken. Sehe ich das soweit richtig? Jawohl, das geht. Batz. Jawohl, gut. Weil das sieht sonst einfach aus. Ich weiß auch nicht. Das ist gegen jede Statik irgendwie, wenn hier überhaupt nichts ist. Gut. Ja, im Prinzip haben wir es. Sehe ich das richtig? Hier brauchen wir keine Signale. Das ist alles im Prinzip in eine Richtung. Und vorne haben wir ja ein Signal. Und hier hinten... Ach, das ist sowieso falsch. Wir müssen hier hin, genau. Hier könnten wir natürlich nochmal eins machen. Ach nee, wir fädeln ja nicht ein. Nee, nee, müssen wir auch nicht. Dann können wir im Prinzip die Linie machen, den Zug kaufen. Das ist ja wunderbar. Dann kommen wir nämlich nachher vielleicht doch noch dazu, schnell in Wien zu gucken oder ins Auzin. Eins von beiden. Also, Bodensee hier rein. Jetzt müssen wir hier noch kontrollieren. Ja, macht's genau richtig. Geht genau in das Gleis rein, das wir brauchen. Weil eben das hier, kann man die Doppel-Eins machen. Das hier ist ein Durchgangsgleis. Da können wir natürlich nicht anhalten. Das wäre dann, die Linie 1 wäre kommend vom Airport, also Airport, Zubringer, Bodensee. Machen wir das mal so. Gut, das haben wir. Dann schauen wir mal, was wir an Zügen haben. Und ein Depot haben wir doch doch. Wollte gerade fragen, haben wir ein Depot? Jawohl, das haben wir gestern gemacht, das steht hier. Wir brauchen, ja, weiß nicht, es ist eigentlich eine längere Strecke. Also es darf gerne... ein schneller Zug sein, sagen wir es mal so. Das darf tatsächlich der Fall sein. Die ÖBB, die haben wir, halt die meisten schon, ich weiß. Wir können ja mal beim Diesel gucken, bei den Kompositionen. Da bin ich, glaube ich, nicht so oft unterwegs. Infoname Stadler. Hier mal rüber, die sind ja süß, die kleinen. Oberpfalzbahn. Aha, okay. Transregio, tschechische Staatsbahn, ODEC. Ich würde die nehmen. 120 ist okay. Das ist eigentlich schnell genug. Oder wie schnell sind die hier? Die sind auch nicht schneller. Die hier? Ja, die machen alle 120. Ich finde die tatsächlich cool. Machen wir mal ein ODEC hier hin. Kapazität 25. Ja, da können wir natürlich jetzt tatsächlich eine Mehrfachtraktion machen. Und zwar mit... Ich würde die Aglis noch nehmen. Machen wir das mal so. Dann haben wir eine Kapazität von 100. Das ist viel mehr, als wir brauchen. Ja, haben die 120. Das ist okay. Kaufen wir. Zuweisen wäre genau die Linie hier. Sauber und wir können fahren. Jetzt muss ich aber schnell schauen, was wir auch noch brauchen. An Signalen wäre einmal zack hier, damit wir diese beiden Linien hier auseinanderhalten können. Gut, das würde auch schon funktionieren. Jawohl, da kommt der Zug. Ah, sehr schön. Oh, ein P fehlt. Das werden wir schnell ändern. Ich vergesse immer ein bisschen, weil es erst mit einem Update reinkam. Dass wir diese Tafel noch haben. Wo sind die denn? Bin ich hier falsch? Ich müsste... Ja, ich bin hier falsch. Ich müsste zur Schiene. Und hier die Wegpunkte. Da haben wir doch das P. Einmal diesen. Wo hupen wir? Ich würde sagen, wir hupen mal hier fröhlich. Und dann nehme ich das noch kurz rein. Ja, hier vorne hupen wir natürlich auch. In die Richtung. Und dann hupen wir irgendwie hier noch. Auf der Rückfahrt.
So, haben wir. Jetzt würde ich gerne die Linie nochmal haben. Moment, erst zurück. Ja, wir sind ja eh im Pausenmodus. Dann fährt der Zug auch nicht davon, dann ist ja okay. Linie, verwalten, von Weißwasser Airport. Würden wir gerne an diesem P vorbei, einfach um das anzubinden wieder. Ist das P auf der richtigen Seite? Ja. So, passt, wunderbar. Können wir da raus und jetzt können wir nämlich fröhlich einsteigen und mitfahren hier. Während gerade wieder ein Flugzeug landet, sehr schön. Ja, interessant, dass ich hier diesen Bahnhof tatsächlich einfach mit einem Gleis gemacht habe. Gar nicht überlegt habe, dass wir noch weitere Züge haben, die hier dazukommen. Ist aber egal, weil eben diese Linien, die beiden, die können diesen Bahnhof, diesen eingleisigen, problemlos nutzen, würde ich sagen. Lasst uns mal einsteigen. Bodensee-Haltepunkt. Ja, ein schöner Diesel. Man könnte natürlich jetzt die Oberleitung noch wegnehmen. Das ist richtig, weil wir haben hier ein Gleis, das nur wir nutzen. Allerdings weiß ich halt nicht, ob wir die einzigen bleiben, die das nutzen. Deswegen lasse ich sie mal. Ja, der Führerstand ist eigentlich auch okay. Der sieht vernünftig aus. Oh, hier hinten, das sieht sogar sehr vernünftig aus. Hier mit Polster sitzen. Ja, das ist doch mal ein Flughafen-Express. Das ist doch nett, gefällt mir. Aber wir setzen uns hier doch aufs Dach rauf. Einmal rauf, einmal rüber, einmal nochmal Höhe, nach vorne und einmal runter. Ja, nochmal ein bisschen Höhe, nochmal ein bisschen zurück. Bis wir dann angekommen sind, habe ich es. Nee, jetzt. Ja, vernünftige Hupe. Wunderbar. So, es ist einmal mehr eine längere Strecke. Wir haben halt, Moment, der hupt nochmal, der hornt nochmal. Genau. Wir haben ja nicht viel gebaut. Wir nutzen hier wieder Gleis, was wir schon haben, beziehungsweise das haben wir zwar gebaut. Ja, das stimmt so gar nicht. Wir haben ja den Großteil gebaut, weil wir nicht in die Gleise rein sind. Schön, hier sind die Schranken aber schon unten. Sehr gut. Da war gar noch ein Bär zu sehen. Der Herr Bruno wahrscheinlich. Oder ein Bruder von Bruno. Wir hatten ja mal einen Bruno. Tatsächlich. So, und jetzt wäre schön, wenn hier natürlich noch der Zug entgegenkäme. Aber der ist vorher ja gerade hier lang gefahren. Wir haben ihn ja noch gesehen. Vorher. So, und eben, nein, hier stimmt es natürlich nicht von wegen, dass es täuscht, wie lang die Strecke ist, weil wir nicht gebaut haben. Wir haben diese Gleise hier, die haben wir ja frisch gelegt. Wir sind eigentlich nur vorne dann im Gleis drin, das sozusagen nicht unseren Ursprung hat, sondern halt von anderen Linien. Da haben wir auch gesehen, das sind ein paar Linien, also möglicherweise haben wir dort eine kurze Wartezeit. Aber damit kann ich leben. Ich hoffe, ihr auch. Aber was da mit der Brücke war, würde mich schon interessieren. Weiß das noch jemand? Habe ich die Brücke dort gebaut und dann nicht fertig gebaut? Oder war das tatsächlich vielleicht schon die KI? Ja, weiß nicht, baut die KI Brücken aus? Ich glaube eben nicht. Also, dass die plötzlich auf die Idee kommen, hier wäre ich eine Straße, noch cool. Ja, dann gehen wir mal hier bei der Brücke raus. Also, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß es nicht. So, wir gehen einmal rüber. Genau, Hupen nochmal. Und haben freie Fahrt. Jawohl. Das ist schon gut. Mit sparsam Linienbestücken ist schon viel besser. Wir haben halt den Effekt, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit Züge, die wir sehen. Aber auf der anderen Seite, muss schon sagen, ich habe halt auch ganz gerne freie Fahrt mit den Zügen. Deswegen finde ich das definitiv die bessere Variante so. So, Tag, Kollege. Ja, auf dem Weg nach Bodensee rein. Wieder aufs Dach rauf. Ja, aber irgendwie schon, dass jetzt gar keiner entgegenkommt. Aber eben, das ist halt tatsächlich hier auch die Linie von diesem langen Personenzug. Und davon haben wir, wenn ich das jetzt noch wüsste, haben wir da zwei oder einen drauf? Ja, jetzt kommt immerhin die BR-103. Sie erbarmt sich. Hallöchen. Salut, salut. Ja, wäre jetzt doch ein bisschen enttäuschend gewesen, wenn wir jetzt gar keinen Zug gesehen hätten. Und jetzt hier schön Bodensee. Habe ich schon mal gesagt, finde ich halt eine sehr, sehr interessante und schöne Stadt. Mit ja, dem Bahnhof. Im Prinzip ja mitten in der Stadt drin ist übertrieben, aber eben weil halt die Gleise durch die Stadt durchgehen. Deswegen ist das schon sehr cool. Haben wir Leute? Ja, schwierig. Glaub nicht. So groß ist dann der Bedarf nach Flughafen hier wahrscheinlich nicht oder noch nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir Leute. Das sieht man hier schon wieder. Da stehen dann doch ein paar rum. Ja, können wir ja schnell gucken. Die Kirche ist halt schon auch sehr schön. Gut, steigt jemand ein? Nein, eben. Das muss anlaufen.
Ich denke, das wird aber noch ein Momentchen brauchen, bis das hier tatsächlich sozusagen genutzt wird. Also, schauen wir hier schnell rein. Wieso haben wir dann Ausrufezeichen? Wenn da 8 Leute warten, das ist doch eigentlich kein Problem. Moment, ich bin immer noch im Zug drin. Okay, die Unilinie, aber hier haben wir so viele Züge drauf. Ja, der wartet hier. Wartet der in Wien? Lass uns mal kurz hinhüpfen. Wo sind wir? Nee, in Nonmis wartet er. Aha, okay, muss das so sein? Da steht auch einer. Der fährt in die falsche Richtung. Der fährt sowieso falsch, der Kollege. Wo gehörst du eigentlich hin? Einmal rüber gehört er primär. Oder fährt der... Ach, der fährt rückwärts. Nee, das hat, glaube ich, schon seine Richtigkeit. Hier steht alles. Sehe ich das richtig? Okay, ja, das erklärt natürlich auch ein bisschen, warum das nicht mehr so funktioniert wie auch schon. Hier vorne steht wieder... Also irgendwie stehen hier... Hier stehen alle Züge. Heiliges Radieschen. Heieiei, okay. Warum dies, warum das? Hier fährt ja gar keiner mehr. Das gibt's ja nicht. Hä? Lass mich mal gucken. Wo ist denn hier der Wurm drin? Ich glaube, irgendeiner der Züge hat sich da komplett vertan. Aber ist jetzt natürlich nicht ganz einfach, das zu entwirren. Irgendwie ein falsches Signal oder so, das kann natürlich auch der Ursprung sein. Was machen wir denn da am besten? Die kommen hier... Moment, ich guck mal nur bei der Hybrid-Rundlinie. Die fahren hier lang, dann hier rein, dann gehen sie hier rüber, dann ist er hier drin. Das ist soweit richtig. Dann fährt er hier raus, dann steht hier einer. Ach, und der kommt dann hier nicht rüber, weil der hier zu lang ist. Okay, vielleicht können wir hier sogar jetzt schon was machen, wenn wir... Details, wie lang bist du? Länge, Länge, Länge. 151 Meter. Wie sieht das beim Eno aus, der auf der gleichen Linie ist? Auch 151 Meter. Wir müssten hier kurz was ändern. Und zwar, einer kommt weg. So, bei dir das gleiche, weil sonst haben wir natürlich wieder das gleiche Problem. Moment, das ist der falsche. Ich brauche ihn hier. Moment, gehen wir nochmal raus. Ihn hier und ihn nicht. Und jetzt den hier. Und hier einmal weg. Ist natürlich die Kapazität dann gleich unten. Das ist klar. Aber bringt dir nichts, wenn die hier alles blockieren. Wie sieht es jetzt aus? Also einer fuhr. Doch, guck mal, jetzt fährt immerhin. Einer fährt wieder. Ist natürlich, wenn einer da im Weg steht, dann können die alle nicht mehr fahren. Also das leuchtet mir natürlich schon ein. Und das ist natürlich kein Wunder, haben wir dann bei der Universallinie wieder dermaßen viele Leute. Okay, das würde jetzt soweit passen. Der kann fahren, der steht nicht mehr im Weg. Also ich glaube es zumindest. Ne, der kann frei fahren. Und die warten halt, bis der hier gefahren ist. Ja, das muss ich jetzt hier in Ruhe entwirren. Aber irgendwie die Linie hier, die hat halt doch auch irgendwie ein Problem. Ach, das geht wieder in die Richtung. Okay. Ja, der möchte hier rein. Das kann er nicht, solange hier der Hybrid natürlich rausfährt. Aber wenn der weg ist, müsste der auch fahren können. Dann wird es hier wieder frei. Das wäre auch schon mal ein Schritt in die Zukunft. Ach, das ist eh der Eno. Okay, den haben wir ja eh gerade gesehen. Den haben wir ja jetzt auch gekürzt. Ist der voll? Nee, der ist nicht mal voll. Also von daher passt das so auch. Da kommt der nächste Hybrid. Ja, so, ich würde sagen, jetzt haben wir es entwirrt bereits. Da war einfach der eine Zug zu lang. Das klappt so nicht. Und dann hat sich das hier gestaut. Das heißt, die müssen sich jetzt erst wieder verteilen. Und zwar alle. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Universallinie, die will hier lang. Da ist er im Weg. Und der will hier rein. Okay, das kann er eigentlich nicht. Nee, kann er nicht, weil der ja zuerst hier reinfährt. Ja eben, das ist halt, wenn die Züge natürlich stehen, kommen sie aus allen Richtungen und dann stehen die auch. Und bis jetzt die alle wieder entwirrt sind, dauert es halt ein Momentchen. Da müssen erst hier wieder alle fahren. Wisst ihr, was ich meine? Hier sehen wir es. Sie fahren. Aber das muss ich jetzt hier erstmal wieder einpendeln. Aber zum Glück habe ich das gesehen. Ja, jetzt kann der Hybrid auch fahren. Sehr schön. Das heißt, der nächste kann wieder nachrücken. Die müssen jetzt halt alle nachrücken. Heiliges, was für ein Riesenstau hier. Ja, zum Glück gesehen. Weil sonst jemand hätten wir uns wirklich gefragt. Gibt's da nicht? Also irgendwie fahren die Züge denn nicht mehr, weil überall die Leute sich natürlich stapeln. Gut, dann hätten wir hier... Ja, sollen wir uns das mal ansehen, hier.
es hieß, und das glaube ich euch natürlich sofort, dass wir hier in Wien unterirdisch wahrscheinlich einen Riesenstau haben. Er kann fahren, das ist der Railjet. Was wir hier natürlich gar nicht mehr haben, ist leider Performance. Und er muss zum Beispiel warten, dass wir diese Ölzüge hier rausnehmen, dass die nicht durch den Bahnhof durchfahren. Ist das der gleiche? Das sind schon mal drei Züge. Ja, ist eigentlich eine andere Linie. Stimmt das soweit? Ja, dass wir eben nicht durch den Bahnhof durchfahren mit den Linien. Sind das zwei Linien, die hier durchdüsen? Ich brauche mal nur den Zug, wenn es irgendwie geht. Ist das der Zug? Ja, Eisenbahnlinien. Hier, gelb und dieses bläuliche. Ja, Umfahrung, eine Umfahrung bauen. Das war eigentlich auch euer Vorschlag. Wenn wir hier nochmal die Linien aufrufen, das sind genau die hier. Genau die hier stehen dort im Stau. Wenn wir hier mit dem Gleis rausgehen und irgendwo hier lang düsen. Im Endeffekt, wir müssen natürlich hier unten in die Güterzentrale rein. Das könnte dann je nachdem noch schwierig werden, dass wir hier dann irgendwie rausgehen. Oder wir können ja einfach eine Linie nehmen und die andere befährt das hier trotzdem, weil sonst haben wir im Endeffekt dann hier die Gleise leer. Und das ist natürlich auch nicht zielführend. Wie sieht es denn hier unten aus mit denen? Naja, die gehen hier genau in die zwei Gleise rein. Ich würde mal sagen, die gelbe lassen wir in Ruhe. Nehmen die hier. Ist sie das? Nee, die blinkt nicht. Dieses hellblaue. Hier, die ist es. Lodin, Treibstoff und Nahrung. Aha, okay. Die müssen ja nicht mal. Die fahren halt genau den anderen Weg. Kann ich mal nur die haben? Das mal zu. So, wir sehen, die fahren hier lang. Hier durch den Bahnhof durch. Das ist eigentlich eben nicht, was wir wollen. Und die düsen dann nach Lodin. Das sind auch drei Züge. Ich würde das für die Strecke umbauen. Sprich, dass wir... Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich würde mal sagen, wir fädeln hier aus. Was ist das hier? Ach, das sind die Bretter. Okay, die fahren. Ah, die fahren natürlich auch hier lang. Hier ausfädeln. Ja, und dann auf eine Brücke rauf wahrscheinlich. Dass wir hier die Höhe behalten. Und eigentlich hier rüber gehen. Ja, machen wir das so. Ich lasse den mal noch schnell wegfahren. Der kämpft hier ein bisschen mit der Steigung. So, also. Jetzt wieder auf Play und jetzt aber wieder auf Pause. Weil wenn wir hier rumbasteln, wobei, nee, ich kann ja das eigentlich belassen, wie es ist. Und dann aber mit den Gleisen hier rausgehen. Dass wir hier ausfädeln. Okay, und dann bis hierhin mit einem Damm und dann hier zur Brücke werden. Geht das? Jawohl, das geht eigentlich. So, einmal diesen. Dann gerne das zweite Gleis noch mitnehmen. Das ist soweit okay. Müsste. So, wieder bis hierhin. Zack. Und dann haben wir das bereit. Gibt es hier noch was einzustellen? Jawohl. Ihn hier. Wenn er nicht schon ist. Doch, ist eh schon. Gut, dann können wir aber wieder auf Play gehen. Dann sehen wir jetzt noch ein paar Züge rumfahren. Das hätten wir schon mal. Und jetzt, ich muss gestehen, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wo lang. Das werden wir jetzt gleich gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Hier brauche ich noch eine Brücke. Ja, die haben wir haben halt alle von denen schon. Ein paar Mal. Die sieht halt schon auch cool aus. Oder nochmal die grüne von da hinten. Das wäre natürlich auch was, wenn wir dort schon so eine grüne haben. Warum eigentlich nicht? Das war die und dann die. Ne, eben genau nicht. Die und dann die? Ja, ne, auch nicht genau. Auch nicht genau. Die mit Loch. Jawohl, jetzt haben wir sie. Okay, hier die Höhe. Ja, gerne so. Und dann hinten, mal gucken, wieder zum Damm werden. Ne, würde ich eigentlich nicht. Wir haben hier noch eine Straße. Wir müssen hier außen rum und dort irgendwie in den Berg rein. Dass wir einfach eine Umfahrung haben. Ich denke, am schönsten wäre es hier eigentlich, wenn die Brücke gerade wäre. Und zwar so. Das sieht doch eigentlich am besten aus. Machen wir mal. Dann würde ich den Bereich eigentlich gerne aufschütten. Mal gucken, wie das dann aussieht. Schüt, schüt. Ja, ist okay. Würde ich so machen. Das stimmt soweit. Das haben wir. Von der Höhe her. Einmal hier rüber. Einmal hier hin. Und jetzt irgendwie hier in den Berg rein. Halt, wir brauchen erst noch eine Brücke. Jawohl, und zwar plus minus so. Da würde ich jetzt sogar vielleicht bei der Brücke bleiben. Die finde ich eigentlich auch schön. Oder wir machen die andere nochmal.
Die hier und dann so. Ne, das ist mit dem Korb. Ja, die finde ich halt schon sehr, sehr nett. Auch nochmal gerade. Und erst später die Kurve machen. Finde ich okay. Machen wir. Einmal gebaut, einmal gezogen. Und dann haben wir das bereits hier, das Ausfädeln. Jetzt geht es hier um die Kurve rum. Und zwar auf dem Boden runter. Ja, da könnten wir nochmal schnell gucken, nochmal schnell aufschütten. Gefällt mir schon besser. Finde ich organischer. Ist logischerweise organischer. Es ist eine Aufschüttung und nicht eine Brücke. So, hier ein bisschen Höhe. Wenn wir hier außen runter, könnte man fast schon zu einer Bergstrecke ansetzen. Aber hier kommen wir nicht vernünftig rüber. Das würde ich nicht machen. Weil das ist nicht eine Panoramastrecke, sondern das ist eine Industriestrecke. Also von daher, dann vielleicht eher... Ja, irgendwie so. Wo ist eigentlich mein zweites Gleis? Das brauche ich die auch noch. Und wir können ja gucken, wenn das dann da hinten nicht bessert mit dem Stau, dann ziehen wir halt beide Linien hier rauf und dann werden wir mit beiden agieren. So, hier ging es dann irgendwie so. Und dann wollen wir ja eben nicht durch den Bahnhof durch. Seht ihr das Problem? Ja, ich sehe es auch gerade. Wie kommen wir dann hier irgendwie raus und wie kommen wir dann dort in den Güterbahnhof rein? In die Güterzentrale. Das wird eher schwierig wahrscheinlich. Ich könnte hier noch was gucken. Ich lasse das mal für den Moment so. Ich möchte ganz schnell wissen, wenn wir nur die haben hier. Es ist hier halt die ganze Zeit eingleisig. Bis hierhin. Wir bräuchten hier im Prinzip eine Weiche. Wer ist denn hier drin? Die IR Weißwasser. Das sind Züge. Non-Miss Multibar Transport. Ich wollte gerade sagen, er hier hält sicher hier in Wien logischerweise. Der hier fährt auch nur durch. Nach Non-Miss rauf. Okay. Ja, bringt das was, wenn wir hier, wenn wir dann 2,50 Meter haben, wo wir tatsächlich auch zweigleisig sind? Nee, das bringt nichts. Aber unser Ziel müsste sein, dass wir hier an die Gleise rankommen und dann hier irgendwie gucken, dass wir in den Bahnhof reinfinden. Wo ist denn diese blaue Linie? Ja, die ist genau richtig. Guck mal. Wenn wir hier nämlich dann so rauskommen, sagen wir mal so plus minus, das wäre die Idee. Dass wir hier dran vorbeigehen und dann hier irgendwie ins Tunnel rein. Ja, ich denke, das hat Zukunft. So können wir es machen. Wisst ihr was? Ich hoffe, ich weiß das morgen noch. Aber ich glaube schon, wenn wir hier die Gleise haben, die vom Berg stehen, irgendwo müssen die ja hin. Das heißt, ich werde das schon rausfinden. Gut, liebe Freunde, haben wir einiges gemacht. Wir haben einen neuen Flughafenzug und ja, wir gehen jetzt hier halt an, dass die Züge endlich mal ein bisschen besser fahren können. Weil sonst ist ganz klar, dass wir hier halt die Sachen sowieso nie loswerden. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hier mit dem Flugzeug und dem Tee. Und dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.